Ja, hallo zusammen, hier zur Mittwochsfolge auf der nordfriesischen Marsch mit dem Killerkind. Hallo. So, wir waren jetzt hier an der Zellstofffabrik. Wir bringen jetzt erstmal die Paletten in Palettenlager, damit die Produktion hier weiterlaufen kann, wenn wir ja nur die Papierpaletten, die wir ja haben möchten, nur wegnehmen, dann die produzieren ja immer zusammen. Und deswegen habe ich jetzt erstmal, das ist die zweite Ladung von den Kartonpaletten, die ich ins Lager fahre. Und danach nehmen wir uns die Papierpaletten und lassen die alles weg, ja, und lassen die zur Zementfabrik fahren. Dann können wir die Sämaschine auch vom Feld holen. Die ist fertig geworden mit der Ende der letzten Aufnahme. Also die Fahrerei ist schon extrem. Aber gut. Das haben wir gewusst. Jetzt können wir die Karte ja nicht spielen. Ist wieder voll. Dann suchen wir uns hier mal die Zementwerk. Da war sie schon. Und starten einfach. Und mal schauen, ob er gleich da auch ankommt. So, dann springen wir mal in diesem rein. Da hat ja alles gut geklappt. Dann speichern wir die beiden Kurse mal. Das ist dann Feld 1. Gut. 12 Meter. Speichert. Entlassen. So. Dann können wir den löschen, damit wir auch nicht so viel hier drin haben. So. Wir machen jetzt auch nicht die Ecken, die ja nicht angesetzt sind, fertig, sondern wir lassen das so. Setzen die Sämaschine jetzt schön in alle rein. Das ist halbe Leben. Das war jetzt ein bisschen schmutzig geworden. Das Ding muss immer schön mehr aushalten. So.
machen wir mal weiter. Du bist zum Zementwerk, auf dem Zementwerk. Du bist bei der Dieselproduktion. Da wollten wir jetzt ja den restlichen Diesel abholen. Na? Kannst du nicht von der Stelle? Mit Schwung geht es. Ich möchte dann noch mal gucken, wie viel 90.000 Raps. Wir können hier auch noch mal eine 1-2 Ladung Raps, damit die Dieselproduktion wieder läuft. Soll ich mal, was mich interessieren würde? Zement. Suchen. Hier haben wir ja 5000 eingefüllt. Haben wir denn jetzt schon was da? 1666. Ich meine, wir hier hatten wir 5024. Also haben wir hier 150 Liter Verbrauch und haben, ja, mal 10. Also 50, rund 50.000 Kies, wenn wir hier rausbekommen. Rechne ich das so richtig? Wir werden sehen. Und hier ist nicht mehr geworden, ne? Dann haben wir die 3000 verschüttet. Blöd, aber ja, können wir nichts ändern. Da muss ein Wasser hin. Die Paletten kommen ja jetzt. Ja, dann. Du bist unterwegs. Aufgeladen, du darfst zum Hof. Machen wir Licht an, so diesig. Raps starten. Dieselproduktion. Und starten. Jetzt sind wir alle unterwegs. Wo bist du jetzt? Ach, du bist jetzt bei der Bäckerei. Dauert noch einen Moment. Du bist ja gerade los. Ja, und du bist beim Zementwerk. Dann können wir dich. Hat es doch wunderbar geklappt. Schauen wir nochmal zur Holzproduktion, weil ich glaube, da müssen wir eh vorbei, Holzverarbeitung. Ich bin mal gespannt, ob er jetzt auch die Abkürzung nimmt. Nicht nur an, hier an der Kiesausgabe vorbei.
Ja. Das funktioniert. Du bist gleich am Hof. Das passt auch. Sehr gut. Ich wollte noch mal schauen, wie sehen denn die Felder aus? Sind die alle angesät auf jeden Fall? Sind aber auch alle gedüngt? Ne, Feld 20 fehlt noch. Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir nicht noch mehr verschütten. Diesel und Pumpen starten. Ja. Wird nicht mehr, ne? Das ist blöd. Jetzt geht's. Man muss wirklich auf die Anzeigen achten, sonst gerade beim Diesel geht's dann irgendwo hin. Weil ich habe gerade auch R gedrückt. Und wir müssten ja hier 15.000 drin haben und wir haben wieder 4.000. Verschüttet. Das ist echt schade. Das hat nicht funktioniert. Aber wie gesagt, das Befüllen der Fässer ist tricky. Schicken wir den wieder zum Volk. Hofsiedler Ausgabe. Hier sind wir bei Holzverarbeitung. Paletten. Oh ja, und da haben wir doch auch einige weggenommen. Also so gravierend muss es nicht sein. Aber da können wir uns. Müssten wir auch mal wieder welche wegnehmen. Aber ich glaube, wir kümmern uns jetzt hier erstmal um die Hackschnitzel. Damit das Sägewerk auch weiterlaufen kann. Stellen wir mal hier am Rand ab. Rein. Weil die Zeltstofffabrik braucht auch wieder Hackschnitzel. Ja, 100.000.
Und hier den Brennstoffbunker, da passen ja nur 75.000 Meilen, also werden da einiges überhalten. Das ist schön, puh, nur mal vor und zurückfahren. Ziemlich laut hier. Aber gut. Ist ja nun mal auch so. Noch viel lauter wahrscheinlich. Ach doch. Die wird wohl noch reingehen, aber die nächste wird dann. Da sind 21.000 und hier sind noch 50.000 drin, also können wir da durch zwei Touren. Eine Tour werde ich hier schon mal in eine Pelletsfabrik fahren, weil die war ja null. Damit die weiter produzieren können, gibt ja gutes Geld, wenn der Preis gut ist. Weil wir haben dann Holzhacker ja auch noch Hackschnitzel drin. Und bei der Palettenproduktion kann ich mal schauen. Hier sind 65.000 drin und hier werden ja auch noch laufend produziert. Hier sind 6, also 100.000 wären noch hier. Also ich werde jetzt noch mal einmal in der Pelletfabrik und dann werde ich eine Ladung zum Zellstofffabrik, dass da die auch nicht so leer laufen kann. Zeit haben. Hier sind jetzt wieder rund 40.000 dran. 42.000. So, Zellstoffe. Findet er den Punkt? Ne, ist zu weit. Du bist betankt. Du hast das Dieselfass, was ich momentan erstmal nicht mehr brauche. Stelle ich mal hier vorne ab. So,
wird zwar jetzt wieder neuer Diesel produziert, aber ich glaube nicht, dass ich beim Zementwerk noch irgendwas umfahren muss, weil da habe ich ja 5000 reingefüllt und das sollte erstmal lang. Ich weiß ja nicht, wie lange die dafür produzieren, aber wie gesagt, ich wollte ja düngen. Ich glaube, da brauche ich ein Gewicht. Sonst kann ich nicht vernünftig lenken. Habe ich eigentlich einen Kurs zum Düngen, Feld 20? Habe ich sogar. Dann. Los geht's. Und damit kommen wir auch schon wieder zum Ende der Folge. Ich bedanke mich für das Zuhören und Zusehen. Würde mich freuen, wenn ihr ein Abo oder ein Däumchen da lasst. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, wie gesagt, in den Kommentaren einfach reinschreiben. Und wir sehen uns am Donnerstag wieder. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine gute Woche und bis dann, euer Kellerkind.